Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie eine Tabelle löschen können und auch bearbeiten können. Also hier haben wir zum Beispiel eine Tabelle schon erstellt und wir wollen diese Tabelle einfach löschen. Wir haben Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, aber ich zeige euch einfach, wie es einfach geht. Also gehen Sie einfach auf die alte Tabelle löschen und dann sofort löschen. Die Tabelle ist sofort weg. Wir wollen jetzt eine neue Tabelle einfügen und hier können wir einfach angeben, die Anzahl von unseren Spalten und die Anzahl von unseren Zeilen. Und von daher, wenn die Tabelle fertig ist, dann bin ich auch OK drücken und sofort ist die Tabelle da. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, hier die Tabelle einfach zu bearbeiten und einfach auch unsere Sachen, Daten drin einfach zu schreiben, wie wir wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, weitere Tabelle, um die Tabelle einfach zu formatieren, zu ändern, wie wir wollen. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel unsere Tabelle Rahmen zum Beispiel ändern, wie wir wollen. Und das zu tun, dann sollten wir oder nicht nur die ganze, sondern wir fangen einfach mit einer ersten Zeile an und dann wollen wir zum Beispiel diese Zeile ja mit eigener Umrandung und Farbe einfach haben. Also zum Beispiel solche Umrandungen können wir zum Beispiel haben und die Farbe können wir zum Beispiel ja diese Farbe, wir haben verschiedene Farben und dann diese Farbe nehmen wir und die Umrandung können wir zum Beispiel hier aussuchen und die Hintergrundfarbe können wir zweite Zeile machen wir auch genauso und zwar wir markieren zum Beispiel, wir können auch nur zwei Zeilen einfach so formatieren. Zum Beispiel, wir nehmen diesmal solche Sachen, solche Linien und dann die Farbe wird zum Beispiel rot jetzt sein und die Hintergrundfarbe wird, die Umrandung wird einfach anders sein und die Hintergrundfarbe nehmen wir diesmal blau und genauso können wir andere Linien oder Spalten oder die ganze Tabelle oder nur einige Zahlen oder Spalten bearbeiten. Also wir nehmen zum Beispiel, mit den Linien, so nehmen wir eine andere Linie oder können wir zum Beispiel die Farbe einfach ändern, indem wir sagen, ja, diesmal wollen wir welche Farbe können wir hier nehmen. Die orange Farbe nehmen wir zum Beispiel und die Hintergrundfarbe können wir einfach, ja, graue Farbe nehmen. Machen und hier können wir die Sache immer mal markieren und arbeiten, genauso immer wieder bearbeiten, wie Sie einfach hier sehen. Und von daher ganz, ganz einfach die Umrandung und die Farbe können Sie einfach ändern, wie Sie wollen. Und sofort sind wir fertig. Und jetzt bleiben nur diese beide Spalten hier übrig und von daher machen wir genauso. Also erstmal die Linien und von daher ja, sind wir fertig. Unsere Linien ziehen, dann machen wir einfach mit unserer Farbe, das war eine tolle Farbe, und dann können wir einfach die Umrandung aussuchen, die Hintergrundfarbe können wir auch aussuchen, und so können wir einfach die Tabelle, jetzt haben wir eine normale Tabelle, Sie können einfach die Daten eingeben, wie Sie wollen, und von daher ganz, ganz simpel. Also schreiben Sie, wenn Sie zum Beispiel hier etwas schreiben wollen, dann schreiben Sie zum Beispiel etwas, wenn Sie hier zum Beispiel etwas nochmal schreiben wollen, dann schreiben Sie einfach. Und natürlich können Sie einfach nicht mit der Maustaste, sondern einfach mit der Tab-Taste einfach hin und her unsere, Ihre Maus einfach bewegen, wie Sie einfach wollen. Also von daher können Sie, wenn Sie zum Beispiel hier sitzen wollen, mit der Tab-Taste, Sie sehen schon, wie es sich bewegt und von daher sind Sie dann da und Sie können alles machen, was Sie damit machen wollen. Und natürlich können Sie auch mit Zahlen, Formate oder mit Formatvorlage so arbeiten. Mit Formatvorlage habe ich euch schon gezeigt. Ich zeige euch nochmal, wie Sie zum Beispiel diese Sache drehen können. Und zwar, Sie gehen auf Zeichen und dann gehen Sie zum Beispiel entweder 90 Grad oder 92 Grad oder 0 Grad. 0 Grad ist ganz normal, wie Sie sehen, aber 32 Grad wird anders und 90 Grad wird auch anders. Und dann drücken wir und dann sofort werden die Daten einfach gedreht. Hier drehen wir einfach in andere Richtung, zum Beispiel 72 Grad. Also und dann sofort haben Sie auch. Und natürlich können Sie einfach Ihre Sache so ja, genau zentrieren, wie Sie wollen. Und auch hier markieren Sie und dann können Sie einfach die Sache richtig zentrieren, wie Sie wollen. Und Sie können links und rechts verschieben, wie Sie wollen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier ein bisschen vertikal zu zentrieren oder ganz oben und von daher da
nach unten sogar. Also, Sie können alles machen, die Tabelle, wie Sie wollen. Und natürlich, Sie drücken hier mit der rechten Taste. Und Entschuldigung. Können Sie zum Beispiel die Tabelle beschriften und die Tabelle beschriften. Dann können Sie zum Beispiel hier die Kategorie ist eine Tabelle mit der Nummerierung, können Sie einfach aussuchen, was Sie wollen. Sie können zum Beispiel ABC nehmen oder 1, 2, 3 oder Groß A, Groß O oder diese römische Zeichen nehmen Sie zum Beispiel. Und Sie können die Tabelle natürlich die Position können Sie ändern, oberhalb oder unterhalb. Wir machen es mal oberhalb. Die Überschrift kommt einfach ganz oben. Ne? Dann können Sie einfach okay. Und natürlich kommt jetzt die Überschrift und dann können Sie weiterarbeiten, wie Sie einfach wollen. Größer machen, die Schriftart können Sie ändern und alles können Sie einfach machen, wie Sie wollen. Und auch die Schriftfarbe können Sie ändern, wie Sie wollen. Und von daher ganz, ganz simpel. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.